Naja, bevor wir jetzt kontrollieren, ob das richtig ist, können wir auch erstmal modulo rechnen. Modulo was? Ja? 5 mal 7 mal 9. Wir rechnen jetzt modulo 5 mal 7 mal 9. Ne? Ich bezeichne es mal als m ist gleich 5 mal 7 mal 9 ist gleich 5 mal 63. Ja? 5 mal 63 ist wie 10 mal 63 durch 2, also 630 durch 2 ist 315. So. Wir rechnen jetzt modulo 315. Das heißt, da können wir hier schon mal 3150 abziehen. Ja? Dann bleiben 313 übrig. So, und das ist modulo 315, ja, minus 2, beziehungsweise, da kommen wir mal 313 draus, ne? Das bedeutet, meine x haben die folgende Form. X ist gleich 313 plus z mal 315 für z aus z. So. Gut, wir müssen vielleicht nochmal kontrollieren, ob das überhaupt stimmt. Ne? 313. 313 modulo 5 ist 3. Das sieht man sofort. Ne? Modulo 9 ist auch relativ einfach, wir müssen nur 7 abziehen und die Quersumme bilden. 313 minus 7 ist 306, Quersumme 9 ist durch 9 teilbar, passt. So. Jetzt müssen wir noch gucken, Kongruenz 7 ist ein bisschen schwieriger. Ne? 313 minus 5 ist 308. Ist 308 durch 7 teilbar? Ja, 280 plus 28. So, so wendig muss das funktionieren. Ja? Dann klappt es auch mit der schnellen Aufgabenbearbeitung. Ja, ja, aber ja, können Sie, ja, stimmt, ja, völlig richtig, ja, genau. Kann man auch minus 2 nehmen, ne? Wobei, viele tun sich schwer bei Minuszahlen. Ah ja, ach so, ja, genau, richtig. Minus 2, ne? Plus 5 ist 3, minus 2 plus 7 ist 5, minus 2 plus 9 ist 7. Okay. Ja. Sehr schön. So, gibt es Fragen zu diesem Beispiel? Ansonsten gehen wir gleich auf N-Kongruenzen weiter. Und dann machen wir es allgemein. Voraussetzung hier war, naja, der GGT von 5, 7 und 9, also der GGT der drei Modulen ist wieder 1. Alle drei Modulen müssen teilerfremd sein. Ansonsten kann ich nicht jeweils das Produkt der anderen beiden nehmen und finde dann ein Inverses dazu. Ne? Sondern wenn alle drei Zahlen teilerfremd sind, ist gesichert, dass auch das Produkt von zweien davon teilerfremd zur dritten ist. Das ist ja die eigentliche Bedingung. Okay. Fragen? Nö. Okay, dann gehen wir auf den allgemeinen Fall über. Und die ganze Zeit über habe ich Ihnen ja was vom chinesischen Restsatz erzählt, ne? Die Frage ist, was ist eigentlich der chinesische Restsatz? Wir haben ja gar keinen Satz kennengelernt, also gar keine bewiesene Aussage, sondern wir haben ein Verfahren kennengelernt. Ja? Der chinesische Restsatz, naja, der besagt, dass wenn ich n Modulen habe, also n Kongruenzen, und die Modulen sind alle zueinander paarweise teilerfremd, dann gibt es eine Lösung, die innerhalb des Produkts aller Modulen liegen, also modulo m gerechnet, und jede weitere liegt in derselben Kongruenzklasse, nämlich modulo m gerechnet. Also es gibt eine Lösung modulo m und alle weiteren Lösungen sind kongruent zu dieser einen Lösung modulo m. Was nichts anderes bedeutet, als dass ich zu der einen Lösung modulo m beliebig oft m dazu addieren kann oder abziehen kann, es bleibt weiterhin eine Lösung. Das sagt der chinesische Restsatz.
Und der chinesische Rechtssatz, der Beweis ist konstruktiv in der Art, dass eben im Beweis genau dieses Verfahren eine Rolle spielt und man anhand dieses Verfahrens beweist, dass es so ist. Also der chinesische Rechtssatz. So. Seien M1 Punkt, Punkt, Punkt bis MN paarweise, also aus Z, ne? Ja, oder aus, ja, die Module nehmen wir ja normalerweise aus N. So. Paarweise teilerfremd. Das heißt, der GGT von MI und MJ ist gleich 1 für alle I, J, kleiner gleich, oder ja, 1 kleiner gleich I, kleiner gleich N mit I ungleich J. Okay, das ist eine relativ formale Schreibweise für paarweise teilerfremd, ne? Sie nehmen zwei verschiedene, GGT gleich 1. So. Dann besitzt das System von Kongruenzen X ist kongruent A1 modulo M1 und so weiter, bis X ist kongruent AN modulo MN. So, der Satz ist noch nicht vollständig. Dann besitzt dieses Kongruenzsystem eine Lösung x, also eine Lösung x modulo m, und dieses m ist gerade das Produkt aus all den mi, und jede weitere Lösung Y ist, ja, schreibe ich es als Satz fertig, kongruent zu X modulo M. Also, wir haben N-Kongruenzen, die Modulen sind alle teilerfremd paarweise, und dann gibt es eine Lösung modulo M, und M ist das Produkt all der Modulen, und jede weitere Lösung ist kongruent zu dieser Lösung modulo M. Das haben wir die ganze Zeit so verwendet und rausgekriegt, und jetzt beweisen wir das.